Schon wieder eine Mega-Rampe. Ja. Hey, eine kleine Mega-Rampe. Du musst dich ja bei dem Rennen gedreht haben oder irgendwas, Markus. Irgendwas war bei dir, oder? Ja. Ich dachte es mir schon. Weil du hast einen guten Vorsprung, aber der Krieger, der ist nicht gerade langsam. Vor allem auch ungetunt. Baby, alles okay? Ja. Okay. Weil du ein bisschen sehr still bist gerade. Ja, bin ein bisschen lustlos. So wirklich Lust auf GTA habe ich momentan nicht. Ja, alles gut. Ja, weil du ja meistens auch nichts anderes machst. Du bist ja mit deinen ganz anderen Crews auch ständig noch bei GTA wahrscheinlich. Naja, mal schauen. Vielleicht haben wir in Zukunft mal wieder was Neues, Altes. Ich glaube, die letzten Rampen, die habe ich sogar allesamt gewonnen, ne? Ah, schon wieder diesen scheiß Punkt nicht erwischt. Ich auch nicht. Oh, Glück gehabt! Ich glaube, wenn ich das Auto jetzt nicht gehabt hätte, hätte es von Baby und mir einen schönen Zusammenschluss gegeben. Und ja, oh. der ist Asi. Alter, meine Front sieht aus. Das will keiner wissen. Wollte ich gerade sagen, so schwer ist die Rampe ja gar nicht, da fliege ich über die Leitplanken rüber weg. Ich bin durchgekommen. Zeit hat sich zwar ein paar Mal weggedreht, aber es hat funktioniert. Aber die ist auf jeden Fall einfacher als die anderen, weil du halt diese Leitplanken noch hast, links und rechts. Mann! Was ist das? Assi. Dann gehen wir da hoch. Gehen wir mal in Wiesbaden hoch. Oh nein. Ja, was heißt, die ist einfacher, weil du da blöde Flie zum Flie rüberfliegst, dann hast du auch ein Problem. Du musst halt die Punkte, du darfst halt nicht genau auf die Kante kommen, ne? Du musst halt doch die Flächen treffen. Ja, aber ich sag mal so, wenn du schleuderst, hast du halt hier durch die Leitplanken noch eine Chance, dich zu fangen. Bei anderen bist du ja dann sofort runtergerutscht. Oh, ich fand die Rampen eigentlich ganz cool. Das war halt, man muss halt, gut, die eine mit dem V, das war übelst viel Glück. Klar. Und die davor, mit dem, wo du mal ganz langsam rüber musst, dann musst du einfach irgendwie nur den Dreh rauskriegen. Dann sind sie eigentlich relativ simpel. Ne, aber erstmal auf die Idee kommen, okay, man muss da ganz, ganz langsam rüberfahren. Man muss, darf da nicht mit Vollgas drüber. Oh nein. Scheiße. Genau das meinte ich gerade, was mit der Kante. Hilfe! Okay, der Jeep, der geht böse ab. Also wenn du einmal ins Dings kommst, ins Rutschen kommst,
Aber das könnte klappen, wenn er nicht explodiert. Ja, ich bin unten. Bonn führt eine Mega-Rampe an. Ja. Die ist, glaube ich, auch mittlerweile schon. Yvonne, bist du schon weiter als der Jeep? Du hast jetzt das nächste Auto schon durch, ne, oder was? Ich bin schon beim nächsten Auto. Oh, du hast jetzt. Hast du den Oldtimer oder bist du schon wieder ein weiter? Ich weiß nicht, ich kenne die Autos nicht. Ja, dieses komische Ami-lange Oldtimer-Ding. Also, ich dürfte nicht schon dieses schöne Flugzeug. Also, sie müssen jetzt gerade den Oldtimer fertig gemacht haben. Ja, dann hat die den Oldtimer fertig, weil die hat irgendwas mit 30 Sekunden Vorsprung. Nein! Scheiße, ich bin mit dem Oldtimer, mit dem Ding auf die Kante gekommen. Das war's. Was machst du da, Yvonne? Die Säcke hat beide schon den Oldtimer fertig, das kann nicht sein, ich bin da dran. Diese Scheißkante jedes Mal. Ich weiß, weil ich warum ich den passiert. Einfach. Rampe erstmal hier. Gut, dann habe ich den auch fertig. Monster Truck, ernsthaft? Komm nicht auf irgendwelche Ideen mit dem Scheiß, mit dem Monster Truck wegzuschießen. Aber ihr seid schon. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe für das Fahrzeug wenigstens passendes Outfit an. Oh cool, ich hatte den Monster Truck beim ersten Mal da drunter gekriegt. Alter. Was ist das denn für ein Ding? Oh, du bist schon fertig? Ja. Ist das Bike das letzte oder was? Ja. Dann fliegst du nochmal hoch und fliegst ins Ziel. Geil. Na gut, dann bin ich letzter. Nein! Ich bin ziemlich gerade gewesen und dann in dem Moment biegt der links ab. Über die Wand rüber. Ja, gut. Das wird ein. Vielleicht auch sogar ein Nuller. Weil die wollen jetzt schon im Flugzeug. Das war's. Und dann im Moment fliegst du von dem scheiß Flieger. Ja, das war's. Mann! Ich komme runter, aber leider nicht mit dem Jet hoch. 0 Punkte. Boba Fett hat gewonnen. Wir haben einen Zuschauer. Ja. Das heißt, wir könnten jetzt gleich zu viert sein. Keine Ahnung, ich habe eigentlich auf nicht öffentlich gestellt.
Ja, hat er ja zugeguckt und vielleicht ist er, ich glaube, der könnte jetzt im nächsten Dings dabei sein. Ist ja meistens so, wenn die zugucken. Ja. Okay. Ach so, den kenne ich. Ah, das von dir, von deiner Crew oder was? Ja, von der einen Crew. Alles Die gut? Crew, wo du was zu gesagt hattest, Kev. Ach, die Crew, ja. Naja. Und das ist genau das, was ich meine. Dann braucht man aber auch nicht überall reinjoinen und sich dann. Ja, schauen wir, wie er sich verhält. Solange er sich vernünftig jetzt mitzieht, wir werden uns jetzt ein, zwei Spiele angucken. Und wenn er meint, irgendwelche Faxen machen zu müssen, können wir den wieder kicken. Meine, ist jetzt schön, dass wir zu 14, weil da macht das auch ein bisschen Sinn mit dem Team Deathmatch. Ich habe ja auch ein normales Deathmatch. Naja, schauen.